Monster Cake. Blitzchen und die Sonnenschildkröte waren in Sky Park. Bald ist Halloween, sagte Blitzchen. Ja, ich glaube nächste Woche, sagte die Sonnenschildkröte. Ich freue mich schon auf deinen Engelskuchen. Süß und weich, mit Glasur, in Halloweenfarben, sagte Blitzchen und rieb sich den Bauch. So gut. Ich mag den Kuchen auch, aber ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr Zeit habe, ihn zu backen. Sonnenschein im Norden, Sonnenschein im Süden, überall Sonnenschein, als ob er aus der Mode kommt. Ich arbeite, sagte die Sonnenschildkröte. Oh, Halloween ohne deinen Engelskuchen, das ist kein richtiges Halloween, sagte Blitzchen. Warum backst du ihn nicht? Fragte die Sonnenschildkröte. Ich und backen? Nein, nein, ich kann nur essen, sagte Blitzchen. Ich habe auch keine Schüssel und ich habe keinen Backofen. Für eine Weile saßen sie ruhig da. Aber du kannst lesen, fragte die Sonnenschildkröte. Ja, klar doch, sagte Blitzchen. Das ist einfach. Gut, dann schreibe ich dir das Rezept auf und du backst den Kuchen bei mir im Haus, sagte die Sonnenschildkröte. Lesen und backen zur gleichen Zeit? Fragte Blitzchen. Das kann ich nicht. Die anderen können dir doch helfen mit Lesen und Backen, sagte die Sonnenschildkröte. Na, das hört sich doch gut an, sagte Blitzchen. Halloween kam und alle trafen sich im Haus der Sonnenschildkröte zum Backen. Schweinchen Hagel las das Rezept. Das ist ganz einfach, sagte er. Wir rühren ein paar Eier, werfen Zucker rein und probieren viel. Backen macht Spaß, sagte Igel Donner und tanzte durch die Küche. Senior Regen band sich die Schürze um. Oh, das sieht gut aus, sagte Babu Nebel. Benutzt du die Schürze oft? Nein, sagte Senior Regen. Heute zum ersten Mal. Herr Frost hatte die Schüssel auf dem Kopf und jagte Schweinchen Hagel um den Backofen. Toll, rief er. Backen! Mr. Wind fegte durch das Fenster. Kann ich probieren? Fragte er. Nein, wir haben noch gar nicht angefangen, sagte Blitzchen. Sie schwang den großen Schneebesen und rief: Zeit zum Backen! Ja, lass uns anfangen, rief der Schneehase. Wer hat das Rezept? Fragte Blitzchen. Ich, sagte Herr Frost und nahm die Schüssel vom Kopf. Gut, ich werde vorlesen, sagte Schweinchen Hagel. Butter. Weiche Butter kommt zuerst. Wie ist unsere Butter? Fragte Blitzchen. Babu Nebel schaute auf die Butter. Eckig und hart, sehr hart, sagte er. Okay, mach sie weich,
sagte der Schneehase. Ich habe kalte Hände. Ich habe auch kalte Hände, sagte Babbo Nebel und schaute, wo Blitzchen war. Blitzchen stöhnte. Okay, gut, ich setz mich drauf. Und Zucker und Eier und Mehl, las Schweinchen Hagel. Und umrühren. Igelchen Donner tanzte mit den Eiern in den Händen zum Tisch. Hier sind die Eier, rief er. Babbo Nebel schaute auf die Eier. Die sind aber groß und hart, sagte er. Wir nehmen die Eier so, wie sie sind? Fragte Mr. Wind. Schweinchen Hagel schaute nochmal auf das Rezept. Hier steht nur Eier, sagte er. Sonst nix. Der Kuchen wird schön knusprig dieses Jahr, sagte Blitzchen. Besser ein knuspriger Kuchen als gar kein Kuchen, sagte Mr. Wind. Wir können das, rief der Schneehase. Die hintern angewärmte Butter, Zucker und Mehl landeten in der Schüssel. Igelchen Donner warf die Eier rein. Senior Regen rührte. Das Rühren ist so schwer, sagte er. Und das sieht so komisch aus, sagte Blitzchen. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist, sagte Mr. Wind. Zeig mir mal das Rezept. Er fegte rüber zu Schweinchen Hagel. Hast du auch auf die Rückseite geschaut? Fragte er. Schweinchen Hagel drehte das Rezept um. Oh, sagte er. Ich habe den Rest gefunden. Welchen Rest? Fragte Senior Regen und rührte weiter. Eier aufschlagen und in Schüssel geben, ohne Eierschalen, las Schweinchen Hagel. Das hört sich doch schon besser an, sagte Blitzchen. Komm, Eierfischen ist angesagt. Sie fischten die Eier wieder aus dem Teig und schlugen sie auf. Das geht so viel besser zu rühren, sagte Senja Regen. Ich glaube, der Teig ist fertig, sagte Blitzchen. Lass uns probieren. Alle probierten einen Löffel voll Teig. Lecker, sagte Herr Frost. Wirklich gut, sagte Senior Regen. Das muss mein Rühren sein. Sehr gut, sagte Igelchen Donner. Komm, wir backen den Kuchen, sagte Blitzchen. Sie backten den Kuchen und dekorierten ihn. Der Kuchen sah ganz toll aus. Wir tragen ihn nach draußen, sagte Blitzchen. Mit dem Tisch. Der Tisch ging nicht durch die Tür. Sie hoben den Tisch an und der Kuchen flog vom Tisch und landete auf dem Küchenboden. Platsch! Ah! Oh nein! Unser Kuchen! Wir müssen ihn retten! Blies Mr. Wind. Irgendwie! Blitzchen schaute sich die Kuchenstücke auf dem Boden an. Sieht gar nicht mehr aus wie ein Engelskuchen. Mehr wie ein Halloween-Monster-Cake. Ja, stimmt,
sagte Senior Regen. Wir kleben ihn wieder zusammen und verstecken ihn unter Buttercreme und nennen ihn einen Monstercake. Gesagt, getan. Als die Sonnenschildkröte nach Hause kam, waren ihre Freunde im Garten und auch ihr Tisch mit einem riesigen Buttercremekuchen. Der Kuchen sieht aber ganz anders aus als sonst, sagte sie. Wir haben einen Monstercake gebacken, sagte Igelchen Donner, für Halloween. Sie verkleideten sich und tanzten um den Kuchen. Dabei sangen sie den alten Monstercake-Song. Wir machen dich, wir backen dich, wir essen dich. Sie hüpften zum Kuchen und bissen ein großes Stück ab. So gut, sagte die Sonnenschildkröte. Happy Halloween!